Jedes Sonderangebot nutzt er aus und mit jedem Einkauf fühlt er sich ein kleines bisschen sicherer. Nach dem Brexit, so fürchtet der Deutsche Michael Kirschning, der in Milton Keynes bei London lebt, wird alles knapp und teuer. Deshalb wurde er zum sogenannten Prepper, zu einem, der vorbereitet ist. Die Leute, die Geld haben, denen ist das egal. Die können sich eben alles leisten, weil für Geld kriegt man immer alles. Nur die normalen Leute werden wahrscheinlich dann ein bisschen hinterherhängen. Von daher sehe ich das kommen, dass da die Zustände sich drastisch verschlimmern könnten. Michael und viele andere Prepper sehen im harten Brexit eine mögliche Katastrophe. Und die Pläne der Regierung bestärken ihn in seiner Sorge. 3.500 Soldaten sollen bereitstehen, als Notmaßnahme für einen harten Brexit. Soldaten, die werden wohl bewaffnet sein und sollen auch wohl dafür, um Ordnung aufrechtzuerhalten. Also werden sie irgendwann auch anfangen, auf Leute zu schießen hier. Ja, und ja, dann ist sowieso Ende der Fahnenstange her. Was heißt das? Ja, dann bricht's. Also dann haben sie ja einen kleinen Bürgerkrieg hier. Nichts wird mehr so funktionieren wie gewohnt. Davon ist der Prepper überzeugt. Auch nicht beim Zoll im Hafen von Dover, dem wichtigsten Umschlagsplatz der Insel. Im Augenblick dauert es, glaube ich, 1,5 Minuten, einen LKW durchzukriegen. Wenn das denn außerhalb der EU ist, das wird dann 4 Minuten dauern. Also gehen Sie davon aus, dass da innerhalb von 24 Stunden 5 Meilen Stau ist. Innerhalb von einer Woche wird der Stau nach London gehen. Auch die Behörden gehen von kilometerlangen Staus aus, sollte es zu einem harten Brexit kommen. Ein Problem vor allem bei den Lebensmitteln. Fast die Hälfte führt Großbritannien aus dem Ausland ein, davon den Großteil aus der EU. Experten rechnen daher damit, dass vor allem frische Produkte tatsächlich knapp werden könnten. Produkte, die gekühlt werden müssen, sind meist nur 4 oder 5 Tage lang haltbar. Die müssen schnell ausgeliefert werden. Jegliche Verzögerung bedeutet, man kann sie einfach nicht mehr kaufen. Auf seinem Wochenmarkt in Milton Keynes, glaubt Michael Kirschning, wird dann das Angebot deutlich geringer sein. Aber der Prepper scheint hier einer der wenigen zu sein, die sich Sorgen machen. Milton Keynes hat überwiegend für den Brexit gestimmt. Und die meisten hier scheinen überzeugt, dass Großbritannien auch allein gut klarkommen wird. Einige steigern sich da rein und fangen an zu hamstern. Ich glaube, das ist völlig unnötig. Wenn die Leute vernünftig bleiben, wird es nicht zu Engpässen kommen. Ich glaube, wir müssen da jetzt durch. Wir wollen uns nicht mehr von Brüssel regieren lassen. Michael Kirschning jedenfalls überlässt nichts dem Zufall. Auf Facebook tauscht er mit anderen Preppern Tipps aus. Wie man zum Beispiel Gemüse trocknen und dadurch haltbar machen kann. Einige schaffen sich Campinggeschirr an, um sich auf Stromausfälle vorzubereiten. Was ich hier in meinen Schränken habe, das wird mir auf jeden Fall 2 Monate reichen. Ja? Im Eisschrank, da habe ich genug drin, um dann auch noch mal 3 Monate davon zu leben. Also das ist kein Problem. Ja? Dass andere sich nicht vorbereiten, hält Michael Kirschning für blauäugig. Er für seinen Teil hat jedenfalls noch einen Plan B. Wenn alle Stricke reißen, kehrt er nach fast 30 Jahren auf der Insel nach Deutschland zurück.